So, servus, legen wir gleich los. Wir haben halt vorgenommen, mal wieder mit der D18 zu fliegen. Von Carenado. Stellt sich natürlich wie immer die Frage, wo startet man? Wo fliegen wir? Inselrundflug. Die Gegend kenne ich überhaupt nicht. $3.499 Fuß. Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber ich hoffe mal, das reicht. Das war ja dann bald morgen. So, dann gehen wir hier. Uhrzeit. Schon draußen wieder rein. Okay, alles richtig, alles da. Was haben wir hier? Kauf abgebrochen. Ja, ich wollte vorher was kaufen, habe kein Geld drauf. Hab kein Geld auf dem Konto gehabt. Muss ich mal wieder einen Gutschein einlösen, damit ich bei Microsoft einkaufen kann. Ja gut, dann starten wir mal mit der D18. So, da wären wir. Ja, ich habe mir vorher versucht, was heißt versucht, ich wollte mir die ich so sagen, weil der Grand Caravan, aber das stimmt ja nicht. Die Cessna 207 wollte ich mir kaufen. Grand Caravan, ich hatte 208. Von Carenado und auf dem Microsoft-Konto habe ich jetzt gerade nur noch 8 Euro. Nochmal irgendwas drauf und dann müsste ich wieder was einzahlen, damit ich da wieder Geld. Und das. Nee, das wollte ich nicht machen. Dennoch habe ich den Flugzeug im Hinterkopf. Im Gegensatz zu Grand Caravan ist die 207 mit einem normalen Kolbenmotor ausgestattet, was mir viel lieber ist. Und auch das Cockpit ist Uhrenlader, was mir auch gefällt. Aber das dann zum nächsten Mal. Vielleicht kaufe ich mir es dann demnächst. Mal sehen. Auf jeden Fall jetzt auch mit der Carenado und zwar die D18. Die Twin Beach von Beechcraft, mit der ich eigentlich auch ein bisschen Probleme habe bei Landung und bei Start bei Seitewind. Ah, die Höhe stimmt nicht. Jetzt stimmt sie. Was jetzt gerade auch ein bisschen merkwürdig war. Der IKEA-Code im YX1. Der passt irgendwie nicht. Hier steht dran Pittstown Point, Crooked Island, wie das auch immer ist. Ich habe aber im Internet danach gesucht. Moment, ich schaue mich schon auf den Desktop um. IKEA MYX1. Und ich komme auf ein ganz anderer. Hoppla, was haben wir denn? Moment. Nein, das war's auch nicht. Und zwar sieht es laut
Obwohl, doch, doch, halt. Das hat nun einen anderen Namen. Pitstown Point. Pitstown Point. Doch, hier stimmt's. Pitstown Point. Hier am oberen Rand von der Insel. Hier passt's mit der Karte überein. Aber hier heißt Deepwater. Und nicht irgendwo ganz anders. Moment, wo ist es? Deepwater. Moment, Moment, da war ich aber nicht. Auf jeden Fall ist das ein anderer Name. Gesundheit. Egal. Egal. Ich nehme es so, wie es der Flugsimulator anbietet und passt, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Schalten wir da um auf dem richtigen Bildschirm. So. Dann starten wir einfach meinen Motor. Ich hoffe, dass sie dann noch zurechtkommen. Moment. Headtracking ein. Was ich noch weiß, sind die Magnetos da drüber. Wieso gehen die Magnetos nicht? Licht geht. Okay. Ah ja, okay. Das war das Problem. Und zwar die Magnetos hier. Die rechte, die sind nicht mit einer Tastaturkürzel verbunden. Ja. Das war's, genau. Genau, das war's. Also schalten wir mal die Batterien. Avionik schalte gleich an und auch den Generator. Wie immer. Alles auf einmal. Dann müssen wir, glaube ich, mal geschwind. Left front, das ist richtig eingestellt. Parkbremse ist gesetzt, aber ich halt geschwind. Auch wenn ich in der südlichen Länder bin, ich halt geschwind. Peter Heat an. Und die ganze Prozedur mit dem hier, das versuche ich zu umgehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Soviel ich weiß, geht es bei dem Flugzeug. Mit der ganz normale Prozedur. Probieren wir es mal, Motoren zu lassen. Halt, die Lichter. Beacon. Nav. Nav gibt es da nicht. Seatbelt können wir anmachen. Brauchen wir nicht. Die Landescheinwerfer, da gibt es, glaube ich, irgendwas anderes. Also probieren wir einfach mal den Motor zum Starter, ob das jetzt so funktioniert mit dem Honeycomb. Das ist eine vereinfachte Anlassprozedur, einfach beim Honeycomb auf Start drücken und die Motoren laufen. Normalerweise müsste man hinter Primer machen und hier dann Starter rechts, links und Boost, Pump und alles mögliche einschalten und so geht es trotzdem. Hier sind die Landelichter.
kann man hier ausfahren. Stopp und einfahren. Genau so war's. So war's. Gucken wir es mal von außen an. Wie gesagt, ich fliege so viele verschiedene Flugzeuge und bin manchmal gar nicht auf dem Laufenden. Oder was heißt auf dem Laufenden? Ich vergesse immer wieder manche Sachen. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Flugzeug mit eigener Livery wieder. Die rot-gelbe. Ja. Das Muster hier ist vom Internet. Das ist eine. Von der Couch-Garnitur ein Muster, wo ich gefunden habe. Das hier ist von der Jeanshose ein Muster, wo ich gefunden habe. Ja. Was macht man alles, um ein schönes Flugzeug zu kriegen? Ja. Und gerade die Carenados, die sind so einfach gestrickt mit den Liveries. Das macht richtig Spaß, da ein bisschen Raum zu basteln. Aber jetzt geht's dann los. Ich habe keine Taxilichter. Nur Landelichter, glaub. Okay. Dann schaffen wir heute mit ATC. Das können wir auch schon mal anmachen. Das hier auch. Mike Yankee X-Ray 1 Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 10. Wir gehen jetzt hier auf 10. Stellen wir oben das Ding. So, dann weiß ich, wie die Landebahn verläuft. Okay. Pushback. Halt! Pushback. Ah, da fällt mir wieder ein. So. Bisschen mehr Gewicht auf 50. So. Jetzt Pushback. Ist das hier schon die Landebahn oder ist das ein Taxi weg? Das scheint schon die Landebahn zu sein. Ja, Wind gibt's fast keinen. Oh je, die Landebahn sieht kurz aus. Die sieht kurz aus. Pushback beende. Ich muss jetzt von rechts nach links, also gehen wir darüber. Ich befürchte, dass mir die Landebahn. Ich komme jetzt kurz vor, aber ich glaube, der schafft es gut. Ich bin mir unsicher. Die Szenerie ist hier nicht überarbeitet, das sieht man. Da gibt es Texturprobleme, gerade bei der Landebahn hat man es gesehen, hinter uns. Da war gerade irgendwie so halb Landebahn, halb Bodentextur. Schon mal die Landelichter an.
Betrachten wir das Weiße hier als Taxiweg. Im Grunde genommen ist die Gegend ja schön gemacht mit den Häusern da, ja? Das finde ich, das gefällt mir jetzt. Leider ist die Bodentextur nicht überarbeitet worden. Und man sieht die Satellitenbilder zu stark, zu deutlich raus. Na? Jetzt hängt's. Das gefällt mir jetzt hier. So. So. Also, dann kündigen wir es mal den Start an. 4. Mike Yankee X-Ray 1 Traffic Martin Romeo Juliet 66 taking off runway 10 departing straight out. Flaps. Flaps, wo hat er denn Flaps Indicator? Hier, da ist er. Dann Tankauswahl, stimmt, stimmt. Bisschen hoch, gucken wir schon. Kühlklappen zu. So. Okay. Dann gehen wir los. Bin mir nicht sicher, ob das ein Flugzeug ist, das nach vorne überkippt, wenn man Vollgas gibt, ohne die Bremse zu lösen. Wichtig ist mal, dass jetzt beide Motoren rund laufen. Das ist auch gut, das hier. Und Vollgas. Jetzt sieht man auf der Landebahn wieder die Textur. Fehler. Ja, man muss da runterdrücken, bis die Geschwindigkeit reicht zum Rotieren. Jetzt reicht's hin. Gear ab. Flaps ab. Jetzt. Und Sicht korrigieren. So. Landelichter mach ich aus. Ausschalter, einfahren. Also, eine Zeit lang hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, mit den Carinado-Fliegen zum Fliegen. Mittlerweile, jetzt gehen wir hier ein bisschen zurück mit der Drehzahl, meine Footbrecher im grünen Bereich zurück. Mittlerweile macht es mir unheimlich Spaß, mit den Carinados zu fliegen, weil die Systemtiefe genau das ist, was ich brauche. Ich will nicht eine Systemtiefe bis ins Unendliche, wo ich dann immer aufpassen muss, dass ich ja das richtige Knöpfchen drücke. Das ist zwar interessant, aber nicht immer mal, ja, das spricht nicht immer das, was ich will. Die D18 ist auch ein sehr schönes Flugzeug, auch hier jetzt Delivery, wie ich es verändert habe mit der Farbe.
Ja, aber das Verratzte hier an der Scheibe, dass es nicht ganz sauber ist und so, das gefällt mir. Andere Leute gefällt es nicht, die sagen, oh, ich muss den Mod reinmachen, damit die Scheibe immer sauber sind, das brauche ich nicht. So, dann blättern wir hier mal. So, damit man ungefähr weiß, wo man ist bei den Inseln. Sind wir hoch genug. Fuß ist okay. Dann machen wir die Kühlklappe zu. Da bin ich aber nicht gestartet von der, oder? Nee, bin nicht gestartet. MYCI. Okay. Hoppla, wir verlieren Höhe. Der Abmarker, was normalerweise auf der Höhe noch gar nicht nötig wäre. Also hier, wie du es Abmarker hier, kann man sehen. Peak ist ungefähr bei 640 ungefähr. Dann gehen wir zurück auf 610. Hoppla. So. Wenn man hier sieht, ich habe eigentlich schon viel zu weit abmarkern müssen. Die Hebel sind viel zu weit hinter. Für das, dass ich erst 2000 Fuß hoch bin. Ja. Durch das Abmarken ist natürlich die Leistung ein bisschen höher geworden und hat mich wieder nach oben getrieben. Ja. Ja, schade, die Texturen sind das nicht so überzeugend hier. Ein bisschen matschig. Auch die Inseln hier vorne sind recht matschig. Das ist mir beim letzten Mal Flieger auch schon aufgefallen, gerade mit der D18 oder Flugzeuge aus der Zeitepoche. Die sind oftmals schwer zu trimmen. Und zwar sind die nicht stabil, wenn man die trimmt hat und dann irgendwie was ändert, nach links fliegt, nach rechts fliegt,
dann plötzlich ist die ganze Trimmung dahin. Ja, jetzt machen wir mal schön Autopilot an. Mal gucken, ob das was bringt. Autopilot an und Höhe. Heading. So viel ich weiß, hat der Autopilot kein Vertical Speed, sondern nur Pitches. Ja. Also die nächste Insel sieht verheerend aus. Wie nach einem Atomwaffentest im Bikini-Atoll oder so. Okay, das schwankt ziemlich. Habe ich da so einen Wind? Okay, es ist spöig. Also der Wind ist nicht gleichmäßig. Mal, was das Meta sagt. Sehr unwahrscheinlich, dass keiner von den ganzen Flugplätzen Meta hat. Bin ich vielleicht auf dem Preset? Nee, das ist Live-Wetter. Ja gut, es schwankt immer ziemlich schnell. Es ist ein bisschen böig, aber... Ach, das ist schade mit der Textur, Mensch. Also, dann versuchen wir es mal... versuchen wir mal den Autopilot mit der Pitch zu ändern. Ich habe jetzt gerade hier drauf gedrückt und bei meinem Honeycomb schaltet sich dann Vertical Speed ein. Was passiert jetzt? Moment, muss ich mal geschwind. Auf mein Tablet. Da kann ich den Autopilot abfragen, was Sache ist. Moment, da gucken wir mal. Habe ich den Zeitdrängel mal fixiert? Autopilot ist auf 100 gesetzt, also FPS, FPM natürlich. Jetzt fliegt er auch gerade los, dann geht es jetzt 100 Fuß Höhe und jetzt schwankt er. Das kann er nicht halten. Jetzt mache ich wieder Vertical Speed auf 0. Wenn ich Vertical Speed auf 0, das hält er. Aber nicht. Jetzt ist Vertical Speed ausgeschaltet, jetzt müsste auf Pitch gehen. Ne, macht er nicht.
Okay, aus. Der Autopilot ist nicht mit dem Honeycomb steuerbar, ohne dass es da Probleme gibt. Das hat man jetzt gerade gesehen, wo ich den Autopilot wieder auf Alt geschaltet habe, dann hat er wie eine Rakete nach oben gesteuert, das geht gar nicht. Also machen wir hier nochmal Rollmodus ein und Pitchmodus ein. Nee, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also. Also die Höhe ist jetzt beim Honeycomb gesetzt bei 99.900 Fuß. Das heißt, ich setze es beim Honeycomb Vertical Speed auf 0 und das Head Tracking halt Head Tracking, Blödsinn, das Heading vom Autopilot, also ist mal nicht aufs Denkgucken, auf das Flugverhalten von dem Flugzeug, das ist gerade ein bisschen daneben. So, jetzt passt es wieder ein bisschen. Also Autopilot, Höhe ist gesetzt auf unendlich hoch praktisch. Und Vertical Speed ist auf 0 gesetzt. Und das Heading setze ich jetzt auf den aktuellen Kurs. So, und jetzt schalte ich Autopilot ein und zwar Vertical Speed ist auf minus. Nee, der spinnt. Der spinnt total. Also das die Steuerung beim Honeycomb darf ich nie wieder machen bei dem Flugzeug. Ich hoffe, dass ich es beim nächsten Mal weiß. So. Das geht gar nicht. Geht nicht, geht nicht. Das geht schief.
Alles geht schief. Okay. Lassen wir den Autopilot mal aus. Jetzt ist alles verstellt und nichts mehr so, wie es sein soll. Und ich krieg's das nicht mehr auf der Reihe, das so einzustellen, dass der Autopilot funktioniert. Schade eigentlich. Fliege ist gerade Flugplatz. Hier ist ein Flugplatz eingezeichnet. Hinter mir. Ah, hier ist schon. Über den Ballon. So. Ich muss aufpassen wegen Overspeed. Suche ich mal wieder einen geraden Ausflug zu machen. Das ganze Autopilot-Getue von gerade eben. Hat alles aus der Bahn geworfen. Und jetzt bringe ich fast nicht mehr sauber zum Fliegen. Dann landet jetzt mal auf dem Flugplatz da unten und dann startet den Flug nochmal und wird dann nichts mehr mit dem Autopilot, mit dem Handicom programmieren. Blende dich da ein. Woher kommt es, der Wind? Dann werde ich ziemlich genau von Westen. Osten. Geschwindigkeit reduziere. Drehzahl hoch. Gemisch anreichern. Flaps. Moment, muss ich schon den Horizontalflug, dass die Geschwindigkeit reduziert wird. Flaps Stufe 1. Flaps Stufe 2. Schub, Gear down.
Mike Yankee Alpha Papa Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on base runway 13. So ist eigentlich ein gutmütiges Flugzeug jetzt ein bisschen problematisch mit dem Trimmer, wenn man mal den Autopilot versehentlich über seine Komp gestartet hat. Aber jetzt macht's eigentlich das, was ich will. Ja. Sinkflug und das Ganze wird ganz normal angenommen vom Flugzeug. Es reagiert ein bisschen spät, wenn ich jetzt den Schub verändere. Aber man hört es auch an den Motoren. Die Motoren brauchen lang, bis sie sich dann der Drehzahl anpassen. Jetzt bin ich eigentlich im ersten Querenflug. Mike Yankee Alpha Papa Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on base runway 13. Mike Yankee Alpha Papa Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on final runway 13 to land. Full Flaps Schub. Jetzt habe ich eigentlich Pitch und Höhe und alles im Griff als Autopilot. Das Desaster von gerade eben macht sich jetzt eigentlich nicht mehr bemerkbar. Also das Ganze, was da verstellt worden ist und so. Ich muss aufpassen, ich glaube, der Flieger kommt sehr schnell ins Stall. Unerwartet schnell, also Stall und zack, weg. Muss ich so aufpassen.
Ja, genau, das, da hast du recht. Ja, das war jetzt nicht so nicht so schön. Mit dem Flieger habe ich schon immer Probleme gehabt zum Landen, auch wo ich noch ein bisschen mehr damit geflogen bin. Selbst dann habe ich nie so tolle, super Landungen hinbracht. So. Aber ich glaube, ich belasse es dann dabei und mache nochmal einen Flug. Mike Yankee Alpha Papa Traffic Martin Romeo Juliet 66 is clear of the runway. Schade, dass die Szenerie hier nicht so toll ist. Die Inseln sind mit Sicherheit in Natura schöner. Flaps ab. Blende dich da aus. Und einfahren. Ich park einfach hier, ich fahre jetzt nicht die ganze Strecke vor. So, was jetzt noch fehlt, ist ein Abschiedsbild. Cut-off. Hier hätte bei der Landung auch wieder die Kühlklappe aufmachen können. Naja, machen wir sie gleich mal auf fürs nächste Mal. So. Benzin. An. So, Parkbremse. So, dann alle Lichter aus. Und die Magnetos, die lassen sich wieder nicht schalten. Die äußere. Dann, das ist für die Passagiere. Dann Pitot-Heat aus. Das war der falsche Schalter. Das wollte man so. Avionik aus. Und Master Switch aus. Das sind gefährliche Schalter. Also hier sieht man es jetzt da zum Beispiel. Wenn jetzt hier alles eingeschaltet ist, dann kann ich mit dem Ruder einfach alles auf einmal ausmachen. Das ist geschickt, wenn man den Motor abschaltet. Aber auch gefährlich, falls man es aus Versehen drückt. Gerade bei den Magnetos oder beim Strom. Wenn man da aus Versehen hinkommt, dann hat man ein Problem. So, dann gehen wir mal mit den zurück. Alles richtig. Powerbremse ist gesetzt. Okay, kleiner Abstecker und schade, dass dass die Inseltexture zu wünschen übrig lässt. Aber beim letzten Flug in Florida habe ich mir ein bisschen aufgeregt, dass es nicht so schön überarbeitet ist. Mir wundert es, dass Europa so toll gemacht ist. Ja, das ist ja fast flächendeckend toll. Kann man hinfliegen, wo man möchte. Das sieht gut aus. Ja. Also.
Ich mache mich dann vom Argo und dann bis zum nächsten Mal.